Ja, hallo zusammen. Ich werde jetzt wieder ein Animals on Board Match spielen und werde versuchen beim Spielen, wie schon mal zuvor, so ein bisschen zu erklären, was ich mir so bei meinen Zügen denke und hinterher dann vielleicht noch ein bisschen analysieren. Spiel heute gegen Bernhard Kaiser, Nationalmannschaftskollege. Wird ein ganz hartes Match, insbesondere da mein Team, die Blitzing Bees, schon die ersten beiden Matches verloren hat. Das heißt, wenn ich jetzt heute auch noch versage, dann war es das mit dem Mannschaftskampf. Wenn ich gewinne, haben wir zumindest noch die Chance, einen Unentschieden rauszuholen. Ja, ich weiß jetzt nicht, ist der Herr schon eingeloggt? Ich kann gerade, ich bin ja schon bereit. Also für 8 Uhr ist das Match angesetzt. Also sollte Bernhard jetzt gleich auch soweit sein. Wo ist er denn? Jetzt bin ich jetzt hier nicht so gut in Leute finden. Ist jedenfalls der Emperor. Soweit ich weiß, Moment noch kein Emperor zu erkennen. Naja, dann kann ich ja noch ein bisschen Werbung machen. Die Theorie des Backgammons gibt es ja mittlerweile käuflich zu erwerben. Und natürlich auch die englische Variante, The Theory of Backgammon. Ja, wer interessiert ist, kann ja mal auf der Website gucken oder bei sonstigen Anfragen, zum Beispiel wegen Unterricht, gerne mal auf die Website gehen. Und natürlich, was ich natürlich, worüber ich mich auch freuen würde, Likes und Abos. Ich fange ja jetzt gerade erstmal an, hier so ein paar Videos zu machen. Bin da auch noch nicht so ganz firm drin. Aber ich gebe mein Bestes, genau wie beim Backgammon spielen. Ja, jetzt hoffen wir mal, dass Bernhard jetzt bald kommt. Gegen Bernhard ist es eigentlich, finde ich immer sehr unterhaltsam zu spielen, weil er auch eher so der kommunikative Typ ist. Also, ja, chattet auch mal ganz gerne. Schauen wir mal, ob wir da was erleben werden in der Richtung, dass man sich direkt austauscht. Ja, aber dazu muss es erstmal beginnen. Ich schau mal. Hier irgend. Ach, jetzt habe ich hier gerade eine Message von ihm. Hatte gerade einen Netzabsturz. Fahre wieder hoch. Ja, das fängt ja gut an. Ja, was kann man sonst noch? Wie kann man sonst noch die Zeit überbrücken? Da bin ich ja auch kein Experte. Ja, vielleicht noch zu Bernhard. Also er spielt ja nicht viele Live-Turniere, aber ist einer der stärksten Spieler in Deutschland. Das sieht man auch an seinen Online-Performances und fester Bestandteil der Online-Nationalmannschaft. Im Gegensatz zu mir gewinnt er da auch seine Matches. Ja, mit der Nationalmannschaft sieht es eigentlich ganz gut aus. Volker Sonnabend hat heute gewonnen. Das heißt, wenn ich jetzt morgen gegen Carlo Melzi gewinne, dann hätten wir Italien immerhin Titelverteidiger geschlagen. Ja, im Moment. Ja, was soll ich dazu? Also, ja, im Moment läuft es bei mir in der Nationalmannschaft ziemlich bescheiden. Das heißt, es wird in der Gruppe schon immer gewitzelt. Ja, so ungefähr meine Niederlage ist eingeplant. Und die anderen müssen mich halt durchschleppen, was ja bisher auch der Fall war, muss ich ja gestehen. Ja, vielleicht kann ich den Trend ja morgen umkehren. Ich werde jedenfalls alles geben. Falls es mir wiederum nicht gelingt, haben wir dann noch eine Chance. Der Marcel Jochim spielt dann morgen Abend noch, aber ich hoffe, dass sein Match dann bedeutungslos sein wird. Ach ja, und noch eine andere Sache, die mir gerade einfällt, um die Zeit zu überbrücken. Ich mache ja mit dem Rainer Birkle so Anki-Decks, Flashcard-Decks zum Backgammon-Lernen und da haben wir jetzt schon einiges produziert und wir planen so diese Decks so. Also sie sind jetzt schon bei Rainer erhältlich, aber sie so wirklich auf den Markt zu bringen, das ist so für Anfang Dezember geplant. Dann
kann man sie auch über meine Website kriegen. Und jetzt können wir die Werbung Gott sei Dank beenden, weil anscheinend Bernhard seinen Computer erfolgreich hochgefahren hat. Und können wir einfach mal loslegen. Jetzt suche ich noch meine Brille. Die brauche ich nämlich leider Gottes mittlerweile auch. So, jetzt noch eben. So, es geht los. Ja, 5, 3, 2, 1. Da wird gesplittet. Ja. 4, 1, wie würde ich den spielen? 2 schlagen, das glaube ich richtig. So, jetzt sieht natürlich keiner was, weil ich nicht auf Heroes umgestellt habe. Ich bitte dies zu entschuldigen. Da sieht man mal wieder. Ich bin da noch nicht ganz so firm. Ich kann auch noch. So, jetzt versuchen wir hier noch was. So, jetzt sieht man auch die Züge. So, das wäre natürlich super gewesen, wenn mir das nicht aufgefallen wäre. So. Aber jetzt kann es ja noch was werden. Ist ja noch nicht viel passiert und ich glaube auch noch nicht so viele spannende Entscheidungen. So, wo soll ich jetzt die 5 spielen? In die Bar splitten? Ich sieht ein bisschen gefährlich aus. Ich glaube, ich habe ja hier noch so ein Blott auf der 11. Also ich tendiere tatsächlich erstmal zu 13,8. Ist für mich immer noch ein bisschen ungewohnt. Zu spielen und zu sprechen und nebenbei auch noch zu denken. Bernhard denkt jetzt auch gerade schon mal nach, ob er doppeln soll. Hat ja einen klaren Vorteil, aber ich glaube, das reicht tatsächlich noch nicht aus. Pip Count ungefähr ausgeglichen. Er hat 3 Steine hinten, also nicht überraschend, dass er sich gegen das Doppel entscheidet. So. Ja, das wird nicht besser hier. Ich würde gerne auf die 1, ja, auf die 21 spielen. Der 23er Anker ist eigentlich nicht das, was ich möchte. Aber dann, ich möchte auf alle Fälle auch mit der 2 das Blott auf der 11 absichern. Deshalb geht es wohl nur so und Bernhard überlegt wieder, aber die Stellung ist nicht besonders volatil. Also so richtige Supermarket-Loser hat er nicht. Oh. 5-3 immerhin, ein Punkt. Wenn auch hinter den Anker, aber besser als nichts. Pasch 5, darauf haben wir doch gewartet. Dann ist ja alles repariert. So, jetzt mal kurz aufs Rennen schielen. 7 Pips vorne, aber ich habe auch noch so viel Arbeit. Ich muss mindestens noch den Fünferpunkt gebaut kriegen. Frage ist, ob ich den Elfer schon auflöse. Das würde dann so aussehen. Aber dann habe ich natürlich weniger Bilder für den Fünferpunkt. Sieht auch nicht so toll aus. Die Alternative ist erstmal so zu spielen. Dann hat man einen Landepunkt mehr eventuell. Die 3 gefällt mir natürlich da überhaupt nicht. Das ist auch so hässlich. Oder ganz einfach auflösen und das Beste hoffen. Ich meine, das sieht irgendwie besser aus. Ich weiß es nicht. 6 nach 3 finde ich halt so super hässlich. Ich kann ja im Moment alles ziehen. Im Rennen ein bisschen vorne. Unter anderem auch 6-3. Ja, da hätte ich den Fünferpunkt gehabt, aber das ist die Nachwurfanalyse, ne? Aber ich stehe jetzt ja auch nicht so schlecht, bin immer noch Favorit. Meinem Rennvorsprung. 4-2,
Ist natürlich auch nicht so berauschend. Jetzt überlege ich, so kriege ich irgendwann schlechte Dreien. Das gefällt mir auch nicht. So gebe ich mir ein paar mehr Dreien zu spielen. Machen wir es mal so. So, 6-1, er läuft raus. Gefällt mir das an seiner Stelle? Ich weiß nicht. Ich würde es, glaube ich, so spielen. Also das würde ich nicht machen. Aber Bernhard hat auch wirklich manchmal die Tendenz, wie jetzt zum Beispiel, sich erst den Zweitbesten ganz genau anzugucken, um dann doch den richtigen zu spielen. Und das war jetzt wieder so ein Beispiel, so jetzt kann ich schlagen. Fünferpunkt machen, ja gut, dann habe ich natürlich einen Vorteil. 11 Pips vorne. Sicherlich nicht schlecht. Wenn ich schlage, ist mein Rennvorteil natürlich sehr gewachsen. Ja, wie wichtig ist dieser Rennvorteil? Ist natürlich viel schwieriger nach Hause zu kommen. Fünferpunkt, 11 Pips vorne. Ja, das ist schwierig. Rennvorsprung ist natürlich auch wichtig in so einer Stellung. So, er kommt jetzt rein. Aber, ach, ich weiß nicht. Das sieht nach so vielen Schüssen aus. Das sieht schon. Naja, gut, mein Rennvorsprung ist jetzt nicht so berühmt. Och. Ja, was kann hier passieren? Er kann zum Beispiel auch mal tanzen. Und dann bringe ich das locker nach Hause. Mit Anführungszeichen, ja. Ja, das Rennen ist so wichtig. Ich weiß es nicht. So haben wir einen soliden Vorteil. Ich schlage jetzt einfach, wenn es verkehrt ist. Rennen ist schon wichtig. Ja, Bernhard, wie ich schon erwähnt habe, ist einer, der auch mal kommuniziert und sagt, ich schreibe dir wirklich schwer in den Chat. Ja, zum Glück bin ich nicht alleine, aber ja. Habe jetzt auch schon ein bisschen Zeit verbraucht. Ich weiß nicht, ob ich diese Langsamkeit so weiterführen kann. Falls das ist jetzt bei 12 Picks Vorsprung noch kein Cube. Und ja, jetzt habe ich mir das hier eingebrockt, ne? Das ist jetzt die Konsequenz. Ich kann den Stein nicht in Sicherheit bringen. Ich kann keinen direkten Schuss geben. Ich kann ja nicht. Jetzt muss ich mich hier so hinstellen. Wow. Aber ich kann ja nicht noch mehr Treffer geben. Das andere, also die 3 ist ja schon mal, ich kann ja auch nicht offen schlagen. Die 3, wenn die 3 hier ist, dann die 5 da noch Treffer zu geben, dann spiele ich jetzt auch die 5 so. Wo? Das war nicht im Sinne des Erfinders. Übersehe ich hier was? Naja. Aber er muss sich ja auch bewegen, das ist das einzige Gute. So langsam habe ich das Gefühl, dass ich den Fünferpunkt hätte machen sollen. Aber, naja, das kann man sich ja mal in der Nachanalyse angucken. Ja, er versucht es jetzt ein bisschen kreativ. Klar, er möchte Kontakt maximieren. Ich stehe jetzt wirklich ziemlich bräsig da. Ja.
Ja, schwierig für ihn. Ich will jetzt jedenfalls nicht nochmal eine 5-3 würfeln. Dann bricht hier alles aus den Fugen. Sechs, zwei. So, jetzt kann ich wieder schlagen. Sechs ist klar. Ich denke mal, es trifft nur 5, 6 und ich muss die Steine ja irgendwie nach Hause bringen. Ja, das wird jetzt mal gemacht. So. 5, 1, 5 und 1. So, da trifft 6 alle 9, alle 8. Und da treffen 7, aber nicht alle 8. Also wird es wahrscheinlich so gezogen. So. Ach je. So viel Pips im Rennen vorne. Ich habe natürlich auch noch ein Doppel, wenn ich den Stein nach Hause kriege. Ich kann ja jetzt wieder 5-3 oder sowas werfen. Also es gibt ja doch genug, die den Stein nicht nach Hause bringen. Andererseits, Market Loser. Pasch 4 ist sicherlich keiner. Ich glaube, ich bringe den Stein noch nach Hause. So, und dann im nächsten ist es doch ideal, wenn nichts Schlimmes passiert. Genau, soll es doch jetzt ein Problem sein. Ich habe jetzt meinen Mark, wenn ich ihn überhaupt verloren habe, auch nicht riesig verloren. Denke ich mal. So, bevor ich es mir noch anders überlege. Soll er auch das Problem haben? Tja, was würde ich machen? Das ist natürlich noch jede Menge Schuss-Equity. Jeder Schuss ist ein Gewinner. Dann im Rennen habe ich auch ein bisschen Verschwendung. Also es ist schon attraktiv, das also zumindest überlegt er. Das heißt, dass ich vorher nicht gedoppelt habe, war sicherlich korrekt. Oder zumindest, wenn ich jetzt sehe, dass er jetzt immer noch annimmt, also dass ich meinen Mark nicht verloren habe. Ja, Bernhard überlegt immer noch hier diese Steine auf der 21 zu splitten, was vielleicht sehr unangenehm für mich ist, weil ich dann oftmals Doppelschüsse lasse. Also ich würde sie splitten. Ja, stimmt richtig. So, da ist das zum Thema Doppelschuss. Ja, geht nur so. Jetzt überlegt Bernhard das, den Recube, weil er ist ja Favorit. Glaube, das ist das ein Recube 20 zu 16? Kann gut sein. Er gewinnt ja fast jedes Spiel, aber ich gewinne natürlich von den 20, die er trifft. 20 Spiele, 20 Treffer hat er ja. Will ich vielleicht ein Spiel, dann ist es 19 zu 17. Er schreibt recht volatil, ja. Okay. Dann gibt es mal ein Smiley. Ja, super volatil. Was bringt ihm der Besitz des Dopplers noch? Na gut, er würfelt Pasch 6, dann kann ich ihn ausdoppeln, wenn er mir den Doppler gibt. Und sonst hat er noch irgendwie minimalste Rennchancen. Sehe keinen Grund, nicht zu doppeln. Ja. Ja, der Grund, den habe ich ja gerade versucht zu erklären, dass er kann manchmal nach einem Treffer, hat er noch ein bisschen Rest-Equity. Insofern, naja, also das ist jedenfalls super knapp. Take ist natürlich auch keine Frage. Und so,
Ja, da hat es noch mal geklappt. Also wie viel Gewinnprozente hat er jetzt noch? Kann ja vielleicht noch einmal würfeln, weil theoretisch ist vielleicht sogar korrekt, noch einmal zu würfeln, weil er muss sowieso passen, egal was passiert. Also kann ich noch einmal würfeln. Ich habe ja noch eine theoretische Gemmenchance. So, und jetzt kann ich doppeln. Das ist eine kleine technische Feinheit. So. Ja, das ist ja mal gut gelaufen. Also ich glaube, die 3-1, da den Fünferpunkt nicht zu machen, das hat sich als so schwierig erwiesen, die Partie nach Hause zu bringen. Ich habe jetzt mittlerweile ein ganz schlechtes Gefühl. Aber gut. Konzentrieren wir uns besser auf die nächste Partie. So, 4 trifft und 1. Verstecken wir den. Pasch 1. So. Das ist klar. Ja, die Prime da machen und die ganzen Schüsse lassen. Ne, da schlage ich lieber. Der Gegner tanzt. Ich bin 4-0 vorne. Deshalb denke ich mal bei 4-0 Führung. Warte ich noch einen. Im Money Game hätte ich das mit Sicherheit gedoppelt. 2. Dahin. 5. Vielleicht hochziehen. Sieht nicht so schön aus. Kann natürlich auch so spielen. 5-4 ist sowieso dupliziert. Ist ein bisschen. Also ich spiele ungern Steine so auf die 4. Das sind natürlich, ist natürlich mehr Bilder. Ach, ich spiele immer so. Schlagen bringt es doch überhaupt nicht, oder? Was soll das? Ja, das sehe ich jetzt irgendwie nicht, dass da auf dem Zweierpunkt zu schlagen es irgendwie bringt. Spielen wir es einfach mal so. Pasch 3. Klar, er schlägt mich. Es ist natürlich wirklich kein Doppel mehr. Ich schlage ihn und das Blatt muss jetzt in Sicherheit gebracht werden, denke ich mal. Wieder getanzt. Ich stehe so unflexibel. Hat ja auch schon einiges gebaut. Nee. Gibt es mir zu viele schlechte 2. Das Problem ist, ich will eigentlich gar nicht auf die 21 spielen, weil dann blockiere ich mich ja selber. Ich will da auch nicht schlagen und den Punkt strippen, den Sechserpunkt. Wenn, dann könnte ich die 1 nur so spielen. Da trifft nur Pasch 5. 2, 1, vielleicht ist das besser. Ich spiele es mal so. Vielleicht kann ich ja mal irgendwann was bauen. Ja, jetzt könnte ich was bauen, aber ich tue es nicht. Ich glaube, das ist die einzige sinnvolle Möglichkeit hier. Ja, und kann man sowas denn mal doppeln? Also dann kriege ich wirklich Lust. Ha. Er wird wahrscheinlich rauslaufen, denke ich mal. Alles andere sieht mir zu riskant aus. Weil wenn er rausläuft. Ich stehe so unflexibel. Jetzt läuft er doch nicht raus. Jetzt habe ich ja klare Market Loser, wenn ich den Fünferpunkt mache. Einen sind natürlich dupliziert. Also das würde dann tatsächlich zu einem Cube führen. Da könnte ich nicht mehr an mich halten. Selbst bei 4-0 Führung. Das ist einfach dann plötzlich zu volatil. Das, er hat den Anker, muss auch, ich habe eigentlich nur einen Punkt gebaut, die Stange auf der 8. Das weiß ich nicht.
Kann auch leicht einen zweiten Anker kriegen. Das würde, glaube ich, auch mit einer Schwäche da auf der 2. Das wäre mit Sicherheit ein Cube für mich oder auch nicht, aber das sieht mir am stärksten aus. Aber Bernhard guckt sich ja gerne alles an und in dieses Zeitformat erlaubt das ja auch. Also das hätte ich jetzt nicht gemacht, aber trotzdem. So, ich mache den Fünferpunkt und verliere meinen Markt. Ich mache den Fünferpunkt nicht. Er schreibt keine Ahnung. Kann ja mal schreiben. Ich schreibe ihm mal, dass ich 14 gespielt hätte, also den anderen. Ja. Ja, ihr könnt natürlich den Chat nicht sehen, aber wenn er keine Ahnung schreibt, eigentlich habe ich ja auch keine Ahnung. Aber das wäre zumindest meine Präferenz gewesen. So, jetzt habe ich hier meinen Faden verloren und soll ich das jetzt doppeln? Ja. Er wollte mehr hinter meinem Türmchen lassen. Er meint den schönen Stack auf der 8. Ach, ich weiß nicht. Es ist noch so. Ich werfe da, wegen der Führung. Ich weiß es nicht. Vielleicht übertreibe ich hier auch. 4-0 auf 11 ist natürlich schon was. So, jetzt werde ich wahrscheinlich mit dem Tür das Türmchen abbauen wollen. Ich kann natürlich auch super sicher spielen. So, das baut das Türmchen ab, aber da trifft natürlich sehr viel. Das setzt den Turmbau so ein bisschen fort. Dann habe ich alle Steine entkommen, dann macht er wahrscheinlich einen Anker irgendwo. Oh, wie soll es dann? Er macht sein Board stark, wie soll ich das nach Hause kriegen? Komm, das sind natürlich viele Treffer, hat auch noch ein Blatt. Natürlich gefährlich, aber ich werde es mal so spielen. Wenn er nicht trifft, stehe ich gut. Er trifft. Jetzt heißt es nur zurücktreffen. Das gelingt nicht und das macht die Stellung nicht besser. Vier so ein bisschen dupliziert, was sonst? Pasch 6, der ist natürlich nicht schön. So. Ja, also. Was würde ich machen? Viererpunkt machen, Zweierpunkt machen, in die Bar splitten. Da würde ich eigentlich gar nicht so lange überlegen, aber vielleicht gibt es da jetzt irgendwas, was ich tatsächlich übersehen habe. Na, wenn ich dann tanze, dann hat er im Prinzip gewonnen mit dem Cube. Ach so, er kann auch die Prime machen, aber das würde ich jetzt nicht machen. Dann mache ich auch einen Priming-Punkt. Das weiß ich nicht. Er hat ja auch drei Steine hinten. Wenn ich da einen Priming-Punkt mache, ist alles okay. Also gerade weil ich hier dieses Blatt habe, würde ich tatsächlich den Zweierpunkt machen. Ja, genau, mein Spiel. So das. Warum? Warum nicht? Ich meine, er muss es sich so überlegen. Wenn ich tanze, kann er mich wahrscheinlich ausdoppeln. Das heißt, wie steht er am besten, falls ich reinkomme? Ja, er kann sich wirklich nicht entscheiden. Also ich hätte da ohne, aber ich bin ja mal gespannt. Vielleicht kann man das auch mal in der Analyse sich angucken, ob es denn wirklich knapp war.
Also ich habe am meisten Angst vor Zweierpunkt machen und in die Bar springen. Das sieht er jetzt auch am Ende, leider Gottes. Da würde ich fast wetten, jetzt zieht das. Genau. Wette gewonnen. Nee? Warum nicht in die Bar springen? So, Wette gewonnen oder nicht? Gewonnen. So, getanzt, Cube, Pass, Falls. Vielleicht spielt er auch auf Gem weiter, würde ich vielleicht sogar nicht machen, weil er hat ja vier Steine hinten, also ich würde an seiner Stelle wohl nicht auf Gem weiterspielen. Ich habe jedenfalls keine Lust mehr auf diese Partie. 22, das sind mir einfach zu viele Treffer, zu viele Gems. Ja, weg damit. So, weiter geht's. So, ich weiß nicht, ich müsste irgendwann mal anfangen, ein bisschen schneller zu spielen, wahrscheinlich. Ist zwar ein generöses Zeitformat, aber habe mich jetzt so ein bisschen verquatscht. Ach je. Das sollte wohl noch ein Take sein. Zwar 4-1 Führung. Naja, das ist schon knapp. Sechsten Treffen da. Hat nur einen Innenfeldpunkt gemacht. Zwei Steine hinten. Also für Money würde ich das auf alle Fälle noch annehmen. Ach je. Aber jetzt bei 4-1 Führung. Kann man das denn schon wegschmeißen? Irgendwie gefühlt ungern. So, er wechselt so ein bisschen dupliziert. Er würfelt jetzt irgendwas wie 3-1. Ja, dann blitzt er mich da. Es gibt. Ach. Es kann nicht so schlimm sein, das Take. Also im Zweifelsfalle take ich dann immer. Will mich von dem Score nicht zu sehr beeinflussen lassen, aber für Money hätte ich es wohl angenommen, ja. Das Problem ist bei der Führung, ist halt, dass ich nicht zu oft zu irgendwelchen gescheiten Redoppeln komme. Also da ist meine Cube Power doch sehr eingeschränkt. Und deshalb war es vielleicht auch ein Pass. So, 1. Will ich da die. Also, ich will ja keine 1-3er-Backgame spielen. Das kann man ja vergessen. Also, ich will eigentlich nicht die beiden Anker da lange halten. 13-7 ist das. Ja, andererseits, ich kann auch erstmal was bauen. Jetzt in die Bar zu splitten, sieht mir auch nicht irgendwie konstruktiv aus. Ja, ist ein interessanter Zug, den Slot zu spielen. Mein Plan ist jedenfalls nicht, auf ein Backgame zu spielen. Habe mir nur gedacht, ich muss vielleicht erstmal vorne auch irgendwas zustande kriegen. Beide Anker zu halten, gibt mir im Moment noch alle Optionen. Da er den Zweierpunkt gemacht hat, habe ich auch nicht so viel Angst, geprimed zu werden, weil die Steine sind effektiv tot für die Prime. Ja, genau, warum nicht den Punkt machen? Das habe ich jetzt auch gar nicht gesehen. Sicherlich der natürliche Zug hier. Finde ich jedenfalls besser als Slotten. Klar. Ja, 5. Also eins ist klar. Den Dreieranker gebe ich jetzt nicht so gerne auf, aber
Was ist mein Spielplan? Ich glaube, da muss ich schon schlagen. Da würde ich den 16er, glaube ich, machen, ja. So, 5-3 ist wahrscheinlich nicht so toll. Bringt immerhin einen Stein in Sicherheit. Ja. Jetzt würde ich natürlich gerne, na, da nicht einfach rauslaufen. Okay, er geht auf meinen Dreierpunkt. Ich schaffe es zum Glück zu ankern. So langsam entwickelt sich so ein bisschen Struktur hier. Ich glaube, einfach den Fünferpunkt machen. Sehe da nicht so viel. Ja, jetzt wird er sich wahrscheinlich denken, wäre ich da bloß rausgelaufen mit einem meiner 6-2. Jetzt steht der hintere Stein da so ein bisschen alleine gegen den Rest. So. Wieder viele Möglichkeiten. Ja, so würde ich spielen. Das sieht am natürlichsten aus. Boah, zwei Steine. Dahinter, so dreien oder Patsch, eins trifft sowieso. Tja, was spricht dafür, 6 nach 5 zu spielen? Ich weiß es nicht, nicht so wirklich viel. Keine Ahnung. So habe ich etwas mehr Außenkontrolle, habe ich mir gedacht. In dem Falle gar nicht so schlecht. So, da trifft nur 6-4. Und sonst 4, 5 und 3, 6. Warum soll ich da was extra geben? 3, 5. Auch ein guter. So, erstmal die. Jetzt kann ich hier auch irgendwie so ein komisches Prime-Spiel machen, aber ich glaube, das wird es nicht werden. Ne? Zwar gut aus. Das sieht auch gut aus. Wenn er jetzt hinten reinkommt. Ach ja, Option über Option. So. Oder so. So, Einsen sind teilweise gut für ihn. Zweien. Naja, von der 2 habe ich nicht so viel Angst. So eine 1,5 ist auch nicht so gut für ihn. Vielleicht ist das sogar das Beste. Ist immerhin die dauerhafte, dass da kommt er irgendwie rein auf der 3 oder auf der 2. Und dann habe ich so ein bisschen Schwierigkeiten, da weiterzubauen. Vielleicht ist die 5er Prime ja auch die Lösung hier. Kommt jetzt rein mit 2,5. Wie geht es dann weiter? Ich meine, fürs Priming-Spiel stehe ich ja eigentlich fantastisch. So. Oh je. Er ist ausgetimt. Ja, ich spiele es mal so. So schwierig für ihn da wegzukommen. Und natürlich irgendwann gucken, falls er. Ja, Bernhard schreibt schwere Spiele. Da kann ich nur recht geben. So, was ist denn das jetzt? Ist das schon ein Cube? Wenn ich da rauslaufe, ist das schon ein Cube. Wenn ich da rauslaufe, dann steht es ja schon sehr gut.
Kann das richtig sein von ihm? Er wird wahrscheinlich den Punkt machen. So. Wenn ich jetzt einfach rauslaufe, er würfelt keine 1, dann habe ich meinen Markt wahrscheinlich verloren. Wenn ich nicht rauslaufe und er würfelt eine 1, steht's blöd. Wenn ich nicht rauslaufe, er würfelt keine 1, dann kann ich immer noch doppeln. Naja. Kann den Markt hier natürlich ganz übel verlieren. Ich laufe raus, also wirklich nur, ich laufe raus, er wirft keine 1. Gut, da habe ich den Markt verloren. Ach, ich weiß, ich traue mich nicht. So, 5-1, rausgelaufen. Wer jetzt keine 1 macht, sollte. So. Jetzt kann ich wirklich nicht mehr. Ja, vielleicht hätte ich da schon redoppeln sollen. Mist. Weil so ein riesen Market Loser. Vielleicht bin ich doch zu sehr darauf fixiert bei diesen Führungen. Ha, traue ich mich nicht mit den Recubes. Ich weiß es nicht. Das ist ja auch wieder die Nachanalyse. Ja, schwere Spiele hat er hier reingeschrieben. So empfinde ich das auch. Und irgendwann muss ich hier anfangen, schneller zu spielen. Das ist auch klar. So, 6 ist klar. Denke ich mal. 5 raus. Aber warum nicht? Hier rein und schlagen, endlich mal was Leichtes. So, er schreibt, im Team hätten wir noch beide keine Zeit verbraucht. Ja, hier ist es natürlich wirklich so, die Zeiteinteilung ist wirklich sehr komfortabel. Da guckt man dann schon mal gerne länger rein und gerade hier in meiner speziellen Situation mit dem Video sowieso. Bin gespannt, ob ich wirklich irgendwas total falsch gemacht habe. In der ganzen Reederei. So, er wird mich jetzt doppeln, wahrscheinlich. Worauf wartet er? Er Insta-Doppel, aber das mit 3 Steinen hinten, das kann ich auch. Selbst bei der Führung kann ich das nicht ablehnen. Das geht einfach nicht. So, also weiter. Jetzt nur den Blitz überleben. Wie gerade eben auch. Naja, Anker ist gemacht. Besserer Anker ist gemacht. So. Und der eine Stein. Zumindest das spielt sich jetzt alles mal wie von selbst. Ist das nicht entspannt? So, eigentlich ein ganz gutes Resultat, sondern wie es sich nennt, Mutual Holding Game. Vielleicht ist vielleicht ein bisschen flexibler. Spielen wir das mal einfach so. 13,8 ist so ein bisschen steif. Aber es kann natürlich jetzt auch verkehrt sein. So, 13,8 wäre es gewesen. Ne? Dann hätte ich jetzt den Punkt gehabt. Jetzt habe ich halt den Zweierpunkt, immerhin. Ja, bei der PA. Und ich habe eigentlich oft, also manchmal habe ich auch ein gutes Gefühl, aber das waren doch hier so einige Dinger. Der Pasch 2, das Take im letzten Spiel und jetzt dieses nicht gegebene Doppel vorher.
Naja. So, 4-2 ist auch nicht der beste für ihn. Fühlt sich ja ganz nett im Moment. 5-3, da kommt er leider raus. 3-2, nicht optimal. Aber zumindest ist alles relativ leicht zu spielen, habe ich das Gefühl. Ist doch auch was. Jetzt sollte er wahrscheinlich überlegen, den 16er zu machen. Genau, er hat das starke Board. Ja, macht er jetzt auch ziemlich schnell. Ich kann nichts machen. So. Das sehe ich gar nicht anders als so. Jetzt muss ich schnell mein Board bauen und mal gucken, was da kommt. Ne? Sogar die Frage, muss er das überhaupt spielen? Ich würde an seiner Stelle, ne? Es ist halt die 4, ist halt blöd. Kann er das so offen spielen? Er denkt sich das nicht. Muss schnell irgendwelche Punkte im Board bauen. 5-3, ach du grüne Neune. Jetzt schlagen. So, nur Einsen treffen. So stelle ich mich natürlich schön ins Gammon. Aber was soll ich sonst spielen? Jetzt, wenn ich jetzt sowas spiele, ist doch albern. Ja, dann ist das ja auch irgendwie. Spielt auch so auf die Silbermedaille. Worauf soll ich dann warten? Das ist natürlich jetzt wirklich. Ja gut, er muss treffen, ich muss tanzen für alle Ewigkeit. Ich weiß es nicht, jetzt ist, da bin ich immer noch hinten im Rennen. Aber irgendwie jetzt mein Board kaputt machen. Ach komm, dem Mutigen gehört die Welt. So. Das hat ja schon mal so weit ganz gut geklappt. 2-1. Da will ich nichts lassen. Da schlagen geht leider nicht. Also wahrscheinlich sowas. Dann kann ich auch mit 6 dann endlich mal zumachen. Jo, so sieht es wohl aus. Der war wohl leider ein guter. So spielt er den. Direkt die 3 geben. Interessant. Ich würde wahrscheinlich einfach durchlaufen, aber ja, das hat auch was. Natürlich jetzt ein paar gute auch. Ich würde durchlaufen. So, verfehlt. Der bleibt natürlich da noch stehen. Ich kann auch nicht mal zumachen. Also, oh. Vielleicht sogar so. Da habe ich mehr Deck, mehr Schließer. Spielen wir es mal so. So. Ja, das nutzen mir die Schließer hier. Kann ich das hier noch gern verlieren? Bitter. Nicht schön. Hätte ich denn da rauslaufen sollen und Gem auf, also die Partie aufgeben? Ich meine, da war ja noch Schuss-Equity. Das fragt man sich natürlich wieder. So. Letzte Tankstelle vor der Autobahn, sagt man dazu. Genutzt. Menno wird hier in den Chat geschrieben. So, ich glaube, da ist es korrekt zu slotten. Sobald man kann. So, einmal in den Pasch 4 gestellt. Mutig, mutig. Aber ich muss ja irgendwie. Ich stelle mich da jetzt einmal rein. Aber sowas weiß ich auch nie. So, er hat denn 3 Steine raus. Ich kann wieder nicht slotten, aber ich kann zumindest den Pasch 4 mal entschärfen. Wieder nicht geslottet. Da muss ich mal mehr Bilder drauf bringen. Ja, das weiß ich jetzt beim besten Willen nicht. 4, 6, 4, 5, ich weiß es nicht.
So, ja, doppeln kann ich das bestimmt noch nicht. So jetzt ist natürlich interessant. Drei Steine ausgespielt. So, drei Steine ausgespielt. Was ist ein Take-Point? Ich glaube, das ist, glaube ich, mal besser sein Problem. Komm. Ja, jetzt müsste man seine Mathematik machen, aber ich glaube, das ist eher ein Problem für ihn als für mich. Und es war schon spät am Abend, hatte ich jetzt keine Lust auf die Mathematik. Igitt, ja, das ist dann, wenn der Gegner Igitt in den Chat schreibt, dann hat man irgendwas richtig gemacht. Das ist eine gute Faustregel. Was würde ich denn machen? Ja, man müsste sich den Takepoint ausrechnen. Also er hat in der Stellung, glaube ich, nur noch 10% oder so. So, 10%. 10% klingt zu wenig für einen Take, muss ich sagen. Ich hätte es auch gepasst. So, jetzt haben wir so einen super asymmetrischen Score, auch nicht leicht zu spielen. Paar Schecks ist zumindest leicht zu spielen. Oder denke ich mal, ne? Gut, man hätte auch 13-7 spielen können, hätte, wenn und aber. So, er slottet. Ich brauch gar keinen weiteren Punkt. Ich mache jetzt die Innenfeldpunkte hier und gut ist. Jetzt hat er seinen Fünferpunkt. Ist das schlimm? Nicht so wirklich. Also doppeln überlege ich mir jetzt erstmal nicht. Da kann man eigentlich nur was falsch machen im frühen Stadium der Partie bei der hohen Führung. Das lassen wir mal. 5 rein. 13, 11. Big Points strippen. Ich weiß es nicht. Sehe ich nicht so. So, jetzt macht er die Bar. Jetzt sind wir in einem Holding Game, eigentlich super für mich. Ist genau der Stellungstyp, den man sich wünscht bei einer hohen Führung. Keine Gammons. 3-1 ist jetzt nicht so überragend, aber alles gut spielbar. So. Dann kann ich die nächste 3-1 spielen. Machen wir mal so. Das weiß ich jetzt auch nicht, was da jetzt besser sein soll. Ja, normalerweise im Money Game würde ich sowas doppeln, aber so eine Rundführung kann ich mir das einfach nicht vorstellen. Tja, noch den Goalkeeper. 5-4, da ist es schon fast soweit. Also Schuss lassen gibt es freiwillig erstmal nicht bei mir. Dafür ist seine Frontstruktur einfach zu stark. Frage ist nur, wird es unfreiwillig ein Schuss? Im Moment noch nicht. So, Jemine, jetzt sind seine Gewinnprozente natürlich wirklich in den Keller gegangen. Wenn ich jetzt einfach die Bar auflösen kann. Ich kann natürlich auch ein Gammon gewinnen. Ein ungedoppeltes Gammon bringt mich auf Crawford. Ich denke mal, er muss das auf alle Fälle annehmen. Ja, wenn er es annehmen muss, dann sollte ich es vielleicht nicht doppeln. Also bei so einer hohen Führung, ich wiederhole mich da, aber es kann ja auch mal Gem gewinnen, auf Crawford kommen. So, das ist die Gelegenheit, den Punkt aufzulösen. Jetzt kann man es doch auch auf zu gut weiterspielen, oder? So viele Außenfeldsteine. Gammon bringt mich auf Crawford. Ha, der ist vielleicht doch nicht mehr zu gut. Interessant. So, jetzt ist es, glaube ich, nicht zu gut. Weil jetzt ist schon hier 6-1 lässt ein Schuss, Doppelschuss, 6-5 lässt ein Doppelschuss. Nö,
Also das sehe ich jetzt nicht so. Ja, und selbst wenn ich da irgendwie... Nee. Also, bevor ich mir da irgendwas schön gucke, das wird jetzt gedoppelt. Vielleicht war es noch zu gut. Wie viele Gems gewinnt man denn da? Da muss es schon. Ja, ist zumindest auch gefährlich. Jeder Treffer von ihm verliert im Prinzip das Spiel. 9-1 ist ja auch nicht schlecht. So. Zumindest jetzt zwei weg, brauche ich mir jetzt überhaupt keine Gedanken mehr zu machen in Gem, also in Mittelspielstellung, ob ich doppeln soll oder nicht. So. Alles nicht so einfach. Ja, Werner muss natürlich jetzt versuchen, irgendwie gemträchtige Stellung zu erzeugen. Und ich, wie gerade eben auch schon, dieselbigen vermeiden. Ja, da geht ja nicht viel. Hätte natürlich auch den 23er machen können, aber ich glaube, dass also der Viererpunkt ist so stark, also das. Den Dreieranker, nee. So, dann treffen wir hier, ist ja klar. Ja, das ist jetzt so eine Stellung, die man natürlich jetzt gerne auf zu gut spielt. Maximal Schüsse. Einsen, Dreien, Fünfen. Wenn ich den schlage, sind es 3 und 4, also das ist, erzeugt mehr Treffer. Machen wir das doch so. So, 3 trifft. Also mit der genommen. 6 raus, sieht auch sehr natürlich aus. 6 runter, nee, das sieht doch gut aus. So, ich würde jetzt gerne auf der 3 schlagen. Ja, machen wir das doch. Ist ja wie gemalt im Moment. So, Backgammon brauche ich nicht, aber ach, warum nicht schlagen? So, und jetzt heißt es mit allem, was man hat, das 1-2er-Backgammon verhindern. Wenn irgendwie möglich. Wenn irgendwie möglich. Das heißt, ich brauche mehr Bilder für den Zweierpunkt. Wie kriege ich die am besten? Wahrscheinlich so, ne? Das sind die meisten Bilder. Wahrscheinlich, ne? Ja, denke ich mal. Ja, das hatte ich befürchtet. Ja, mein Ziel ist es jetzt, falls er den Zweierpunkt kriegt, vielleicht tatsächlich den Barpunkt zu machen als Blockalpunkt. Also würde ich den ganz gerne hier ranziehen, falls er irgendwie... Gut. Das ist natürlich auch wieder ein sehr guter. Ja, ich will auf alle Fälle den Barpunkt jetzt kriegen, also maximale Abdeckung für den Barpunkt, weil wenn er dann reinkommt, dann sollte er eigentlich crunchen. So, das ist mir gar nicht so, ja, was heißt, also hier jetzt anzufangen zu meckern, ist glaube ich übertrieben, einfach alle Steine irgendwie. Ja, vielleicht noch ein Bilder für den Zweierpunkt. Ich weiß es nicht. Was haben wir denn noch? Ich habe keine Ahnung.
Ja, da ist der Zweierpunkt, sollte man dann vielleicht auch machen. Besser ist es. So, machen wir einmal noch die Prime, falls sie jetzt schnell reinkommt. Aber jetzt nicht, jetzt halte ich sie noch. Vielleicht geht da ja noch was. Mit Crunchen. Klein, er wird natürlich jetzt seine sechsten killen. Meine sind auch gekillt, also bitte ein paar davon. Nee. Genau das Gegenteil. Stehe ich natürlich in der richtig blöden Verteilung, aber alles wieder repariert. Zum Glück. So, also er wird nicht crunchen. Vergessen wir es. Jetzt heißt es nur irgendwie nach Hause kommen. Ach so, gut, dann haben wir vielleicht mal Probleme mit dreien, aber normalerweise, das lässt direkt noch ein paar Schüsse mit Pasch 4, Pasch 5, Pasch 6. Warum sollte man die geben? Auf den hinteren gerade bleiben erstmal. So, und gerade bleiben. Ah ja. Ja, vielleicht war es das schon. Die Hoffnung ist da. Zweien könnten jetzt so langsam unangenehm werden. Gar nicht so schlecht. So. Jetzt nur noch kein Patch 1, dann war es das. So, er schreibt Hinrichtung. Ja. Und jetzt kein Patch 1. Danke. Oh ja, da waren viele Fehler drin. Das hatte ich schon befürchtet. Ja, da war irgendwie doch einiges im Argen. Können wir ja mal auf das Analyseboard gucken. Uiuiui. Ein schlecht. Das letzte von diesen war richtig gut. Naja, jetzt haben wir halt auch mal ein schlechtes. So, jetzt muss ich erstmal irgendwie gucken, dass ich auf das Analyseboard komme. Dann gucken wir uns wenigstens noch die schlimmsten Geschichten mal an. So, das importet jetzt. Komischerweise sieht man jetzt den Match-Score nicht. Den sollte man jetzt eigentlich sehen. Oh Mann. Ein falsches Take. Ja, das war bestimmt bei dieser Führung. Naja. Schön schlecht gespielt. Warum sieht man jetzt den Account nicht im Board? Das verstehe ich nun wirklich nicht. Das ist komisch. Ja, die Analyse läuft ja wirklich schlecht.
So, was ich nicht verstehe, ist, dass man jetzt irgendwie nicht den Pipcount sieht. Vielleicht kann man da irgendwas einstellen. Und den Score und so in dem Analysebrett. Sehr komisch. Dann machen wir es vielleicht in einem anderen Analyseboard. Ich versuche jetzt mal was. Das alles weg. Und versuchen dann mal. Ja, jetzt bin ich auch ein bisschen überfragt. Ich will, dass man hier sieht man zumindest den Score. Okay. Gucken wir mal, ob wir das denn nicht wenigstens hier reinkriegen. So, jetzt sieht man es da mit Score. Problem ist, es ist natürlich jetzt kleiner. Jetzt sieht man zumindest alles. Score ist jetzt halt kleiner. So, jetzt gehen wir mal nur ein paar Blender hier durch. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Ich kann natürlich schlagen. Oh meine Güte, das ist natürlich peinlich. Aber interessant, meine 3-1 vorher, die war sogar richtig. Das war es nicht, das war der Misszug. Meine Güte. Klar. Naja, man macht man halt ungern, ne? Es sind 13 Treffer, aber wenn man da verfehlt wird, steht man gut. So ist es auch jede Menge Treffer und es ist ein Leiden ohne Ende. Also das hatte ich jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm. Ja, muss man mal ein bisschen besser reingucken. Okay, die Cube Action war übrigens alles korrekt. Diese Super Volatility Doppel. Und ja, das war alles korrekt. Also das war natürlich ein richtig schlechter Zug. Aber den hatte ich gar nicht gesehen, dass man schlagen kann. Also das hat es zumindest irgendwie nicht so. Da baut man. Ja, ich will mal jetzt einfach hier so ein bisschen durch die Blender. C982. Okay. Ja, jetzt hätte ich es da. Da war es mir dann so hässlich. Da hat er ja auch in den Chat geschrieben mit den Stangen und so. Da habe ich mich dann vielleicht überzeugen lassen, dass man die Stangen vielleicht abbauen sollte. Nee, wenn man jetzt einmal so weit ist, dann einfach das versuchen, irgendwie sicher durchzukriegen. Wo war denn sein Zug? Er hatte doch da auch irgendeinen Zug mit der 6-1. Der 6, 10-4 war richtig. Ich hätte bei 14 gespielt. So, das hat er auch besser gemacht, als ich es getan hätte. Gut. Ja. 22, 16, 10, 9, 8, 2, Doppelhack. Ja. Das. Ja, macht man ungern, ne? Man denkt jetzt, man geht mit dem einen Stein nach Hause, aber ich habe es ja selber nachgewiesen dann durch meinen nächsten Zug, dass es noch nicht so berauschend war, meine Struktur, um die nach Hause zu bringen, indem ich dann auf einmal wieder offen geschlagen habe. Also es war alles inkonsistent. Da war es sicherlich, also dieser Doppelhit, um einiges besser. Und da habe ich es dann irgendwie wieder versucht zu reparieren. Naja gut, was dann nicht gelungen ist. Ha, das Steak. Gucken wir mal, ob die Analyse denn korrekt ist, dass es für Money ein klares. Also ich habe echt gedacht, für Money ist es ein ja, klares Steak, aber ich hätte es auf alle Fälle genommen. Jetzt gucken wir mal in dem anderen Brett. Ja, Money ist es halt nur ein knappes Steak. Und das war halt die Fehleinschätzung. Ich dachte, Money Game, klares Steak. Dann wird es natürlich zu einem Pass. Okay, da hatte ich auch
gedacht, ich könnte das so nach vorne raus gewinnen. Scheinbar war das einfach der falsche Spielplan. Meine beiden Anker geben mir anscheinend genug Equity. Also das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Ich dachte eigentlich, ich fühlte mich da gar nicht so unwohl. Wow. Man spielt einfach, ich gewinne 40% der Spiele. Ich hatte halt einfach gedacht, dieses Backgame ist halt nicht gut genug getimed. Wow. Ja, da gibt es viel zu also wirklich, also das, solche Sachen, wo man sich wirklich wundert, sollten, also die sind, landen bei mir dann direkt in der Datenbank. Ich gewinne einfach viel, viel mehr Spiele. Ich dachte, na gut, ich habe nur ein Ein-Punkt-Board, Vieren und Dreien treffen. Ach, ist aber auch verlockend, da zu schlagen. Vor allen Dingen, ich habe diese Alternative als gar nicht so gut angesehen. Gut, werde ich nicht geschlagen, baue ich eine Prime. Werde ich geschlagen, dann wird es auf einmal was mit dem Backgame. Eigentlich logisch. Hinterher. Gut, das war also auch nichts. Was haben wir denn hier? 22, 17, 17, 16. Ja, da wusste ich nicht, dass das so ein Unterschied ist. Ist das jetzt irgendwie flexibler oder was? Also das müsste ich mir jetzt im stillen Kämmerlein mal überlegen, warum das so ein großer Unterschied ist. Das sieht so aus, meiner. Und das ist so viel besser, da einen Extrastein zu haben. Pasch 1 bin ich gespannt. Ja, und da dieser verpasste Viererwürfel. Ärgerlich. Ah, nicht getraut bei der hohen Führung. Mist. War ich schon dann. Hinterher hat man es irgendwie gesehen, weil der Markt war so riesig verloren. So, jetzt wollen wir doch mal wenigstens einen guten Zug in dem ganzen Match finden. Ich hatte da doch so einen komischen Pasch 2, wo ich die Firma Prime gebaut habe. Selbst das war egal. Es war noch nicht mal besonders genial. Es war einfach alles egal. Jetzt ist er sogar schlechter geworden auf einmal. Wie unfair. Ich fand es halt nur wirklich sehr kreativ. Fünfer Prime sah so stark aus. Und dann mache ich die Fünfer Prime, dann klappt, dann läuft die Partie genauso weiter, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Und dann nutze ich es nicht aus, weil ich den Doppler nicht gebe. Toll. Naja, gut. Also, ach, da habe ich auch wieder. Ja, macht man ganz trocken den einer Punkt. Ne? Ich war so fixiert auf die Bar. Also ich will jetzt hier keine Entschuldigung anführen, aber die Tatsache, dass ich es gar nicht gesehen habe, ist vielleicht, spricht vielleicht doch gegen dieses Modell zu reden, zu denken, zu ziehen. Aber ja, oder vielleicht ist vielleicht, ich meine, letztes Mal habe ich ja gut gespielt, jetzt schlecht, aber auch über sehr. Pfui. Ja, sicher. Ich meine, was soll er jetzt großartig machen? 21, 16. Ja, das ist halt, ne, so harmlos. Ne? So. Ja, hat er halt alle Optionen. Er dreien, vieren, zweien schlagen, dreien machen den Anker. Ja, das war natürlich dämlich. So. Dann. Das war auch ein größeres 6, 5, 3. Okay, kein Blatt mehr lassen. Logisch. Jetzt kommt der Schuss. Jetzt kommt der Schuss. Also jetzt sollte man blottfrei spielen. Ich hatte es ja dann auch hinterher. Ich habe ja hinterher getroffen und hatte da das blöde Blatt rumfliegen. Genau. Das war im Prinzip die logische Konsequenz aus diesem Zug hier. Ich das ohne Blatt gespielt hätte, wäre alles gut gewesen. Ja, dann kam es ja irgendwie so. Wo haben wir es denn? Ja, ich muss natürlich schlagen. Alles andere wäre grauenhaft gewesen, aber man schlägt dann auch nicht mehr so gerne. So, keine weitere. Ich gucke mir jetzt wirklich nur noch die Blunder an. Bin auch ein bisschen müde jetzt mittlerweile. Ach, da war ich. Ja, lass ihn crunchen. Lass ihn reinkommen und crunchen. Warum? Warum den Zweierpunkt machen? Ja, sehe ich fast ein. Das gewinnt ein paar mehr Gems. Aber, ja, warum? Aber er cruncht halt weniger.
Wie wäre es denn im Money Game gewesen? Also normalerweise macht man da fast immer den Zweierpunkt. So im Money Game wäre die Situation so gewesen, ich habe es jetzt hier rüber kopiert, wäre es natürlich so gewesen, dass er den Doppler besitzt normalerweise. Ist das denn auch so? Ja, das slottet man. Achso, man slottet und zirkuliert die Steine und irgendwann cruncht er. Ja. Allerdings ist der Unterschied im Money Game nicht gerade groß. Okay. Ja, das ist jetzt eher so eine Ausnahme. Das ist auch nichts, worüber ich jetzt irgendwie. Also das, sowas kommt zum Beispiel nicht in die Datenbank. Gut, das ist jetzt bei dem Score mal relativ klar richtig, aber. Schwamm drüber, sage ich da jetzt ganz einfach mal. Oh, ein dicker Bär auf Patzer. Und ich dachte, ich brauche nur überall gerade sein. Das kommt zum Beispiel wieder in die Datenbank Bär auf Technik. Interessant ist das auch wieder. Mainz gewinnt sich wieder mehr Gems. Ist das wieder eine Funktion? Vielleicht kommt es auch nicht in die Datenbank. Vielleicht wieder eine Funktion vom Score. Interessanterweise machen wir das mal wieder ins Analyseboard und gucken mal, wie es für Money gewesen wäre. So, ich habe 3-2 gespielt. Ne, ist genau das Gleiche. Es gewinnt mehr Gems. Achso, es gewinnt auch mehr Gems. Es ist in allen Dimensionen besser. Ich habe mich jetzt verguckt. Ich habe gedacht, mein Spiel würde wenigstens mehr Gems gewinnen. Aber das ist einfach in allen Dimensionen besser. Also die Stellung hier links für Money landet noch in der Datenbank. Simple Bär auf, anscheinend nicht so simpel, Bär auf Technik. Zu sehr konzentriert. Ja, das ist so ein bisschen Michi Schreib hat ja geschrieben in seinem Buch Endgame Strategy oder irgendwie sowas. Wie heißt es nochmal? Also jedenfalls das Michi-Buch, wo es um Bär auf und sowas geht, dass man die Talstruktur vermeiden sollte. Das sieht natürlich wie so ein kleines Tal hier aus auf der 3. Und man sollte Mountain, also Bergstruktur anstreben. Das sieht aus wie ein Berg. Interessanterweise wusste ich das. Ich kann es ja jetzt auch so rezitieren. Aber ich habe es halt jetzt da irgendwie nicht angewandt. Naja, gut. Und dann war es das jetzt auch? Ja, schlecht gespielt, aber gewonnen. In letzter Zeit war es eigentlich eher umgekehrt. Mir ist, glaube ich, trotzdem lieber gut zu spielen, aber kann man nichts machen. Ja, das war jetzt keine tiefgreifende Analyse. Das gucke ich mir sicherlich nochmal im Kämmerlein genauer an. Also die schlechte PR war jetzt auch eine Mischung aus Übersehern tatsächlich. Vielleicht sogar ein paar schweren Entscheidungen, zumindest hat es Bernhard ja irgendwie reingeschrieben. Und ja, das jetzt irgendwie dem Format die Schuld zu geben bei den Übersehern, ich weiß es nicht. Ich hatte ja genug Zeit, aber naja, was soll man machen? Gut, ja, also wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, über Likes freue ich mich. Abos natürlich auch und über Interessenten für die Theorie des Backgammons natürlich auch. Jetzt glaube ich, in diesem Match gab es jetzt nicht so viel eine Match-Situation, wo ich den Match-Score überbewertet hätte. Also das war mir klar, dass dieser eine Vierer-Cube da bei der Führung für Money ein super klares Doppel war, wo eher das Take die Frage ist. Aber da habe ich mich irgendwie nicht getraut. Naja, nicht trauen ist menschlich. In dem Sinne, ja, ich glaube, das war's jetzt soweit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.